Ja, ich begrüße Sie, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Kursteil in unserem gesamtexklusiven Kurs Superheilmittel Vitamin C. Heute geht es im 12. Beitrag darum, hochdosiertes Vitamin C kurbelt das Immunsystem an. Nachdem wir im 11. Kursteil darüber gesprochen haben, wie Vitamin C überhaupt wirkt, habe ich einige Rückmeldungen bekommen, dass es doch schon sehr tief in die Biochemie für das Gefühl einiger ging und es dort, sagen wir, um sehr viele Fachbegriffe ging. Ich möchte mich dafür nicht entschuldigen, sondern ich meine, dass es wichtig ist, wenn man Vitamin C so vielfältig einsetzt, dass man auch weiß, wie das funktioniert, beziehungsweise wenn man zu Leben ohne Krankheit kommen möchte, Lebensqualität genießen möchte, dann muss man, ich denke, unbedingt bezüglich des Superheilmittels wissen, wie es funktioniert. Und da macht es nichts aus, wenn Sie vielleicht sich den einen oder anderen Abschnitt dieses Beitrags 11 noch einmal ansehen, um da besseres Verständnis zu bekommen. Ja, heute geht es darum, hochdosiertes Vitamin C kurbelt das Immunsystem an. Ja, da sprechen wir darüber, über weitere Funktionen, nachdem wir nun wissen, schon ausgiebig darüber gesprochen haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiterhin respektvoll darüber spreche, wie Vitamin C antimikrobiell und auch antitoxisch wirkt und uns aus vielen Situationen akut oder chronisch herausholen kann, uns auch einerseits nicht nur hilft bei der Heilung von Krankheiten wie zum Beispiel einigen Krebsarten, sondern auch uns schützt vor chronischen Erkrankungen beziehungsweise diese auch heilen kann. Ja, zunächst wieder einmal, wie Sie ja wissen, das können wir nicht weglassen, die Darstellung, unser Text, der unbedingt notwendig ist. Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankung konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, nachdem wir nun gelernt haben, wie bedeutsam, wie schwergewichtig Vitamin C ist, natürlich hochdosiert, wir sprechen hier in all unseren Beiträgen, die über die 15 Beiträge hinausgeht, sprechen wir darüber, immer nur über den Einsatz hochdosierten Vitamin Cs. Nachdem wir also kennengelernt haben, dass es die Superwaffe ist bei Vergiftungen, also als Antitoxin ausgezeichnet, dass es schwere Infektionen, akute Infektionen, chronische Infektionen heilen kann, also antimikrobiell ist. Und wir wissen, wie es eingesetzt wird und dass es eingesetzt wird, auch gegen verschiedene Krebsarten. Wir wissen auch nach dem Beitrag 11, wie es wirkt. Möchte ich Sie nun einladen, darüber zu sprechen, wie Vitamin C hochdosiert das Immunsystem ankurbelt. Ich empfehle, wie immer, dass man zwar quer einsteigen kann und mit diesem Beitrag 12 gleich beginnen kann, aber dass es möglich ist, aber ich empfehle Ihnen doch eher vorher in chronologischer Reihenfolge die Beiträge verfolgt zu haben, weil das wissensmäßig aufeinander aufbaut. Wir hatten ja in den ersten Beiträgen vieles kennengelernt. Ich blende das jetzt gerade ein und komme nun im 12. Beitrag. Das ist hier in unserer Agenda der Punkt 11. Ja. Es ist also beschrieben, von uns beschrieben, wie Vitamin C die außergewöhnlichen Leistungen vollbringt als Elektronenspender, was es dafür Fähigkeiten hat, die Substanzen, die zum Beispiel giftig sind, zu neutralisieren, beziehungsweise auch antimikrobiell zu wirken. Und Vitamin C verfügt dort über eine große Verantwortung und große
Kapazitäten. Kein anderes Oxidans erbringt so viele zusätzliche physiologische und biologische Leistungen wie Vitamin C selbst. Deshalb zu behaupten, Vitamin C sei nur ein Antioxidans, das trifft es nicht. Denn heute wollen wir darüber sprechen, was es zusätzlich noch bringt und speziell bezogen auf das Ankurbeln des Immunsystems. Und jetzt werde ich also eine Reihe von Punkten, es sind ganz genau 20 Punkte, beschreiben. Und die sollen Ihnen dazu dienen, nicht nur genauso hochachtungsvoll wie ich, genauso respektvoll wie ich vor der Substanz zu werden, sondern das auch besser zu verstehen, was wie wirkt und zu verstehen, wie Sie es einsetzen können. Ich komme zum ersten Punkt. Erstens, Vitamin C erhöht die Interferonproduktion. Interferone sind ein wichtiger Teil des Immunsystems. Der Körper produziert sie, wenn Pathogene präsent sind, also wenn Viren, Bakterien oder Parasiten ankommen. Interferone erleichtern den Zellen die Aktivierung der zellulären Abwehr, wenn Angriffe entdeckt werden. Also Interferon, Sie kennen es vielleicht auch von Laboruntersuchungen. Interferon können wir also auch als Detektor einsetzen, um zu ermitteln, ob wir eine virale, bakterielle oder überhaupt Parasitenbelastung im Körper haben. Und jetzt erfahren wir also im ersten Punkt, dass Vitamin C die Interferonproduktion, also als Gegenmittel, als Abwehr gegen die Angriffe durch Viren, Bakterien oder Parasiten, dass sie die Produktion der Interferone erhöht. Also schon ein, ich denke, Beitrag in diesem Punkt allein schon, wie wichtig Vitamin C ist und wie bedeutend es ist für das Ankurbeln des Immunsystems. Zweitens, Vitamin C erhöht die Phagozytenfunktion. Phagozyten gehören zu den weißen Blutkörperchen, die pathogene und infektiöse Partikel umhüllen. Und sobald die Eindringlinge auf diese Weise gefangen werden, werden sie enzymatisch abgebaut. Das heißt, sie werden verdaut, sie werden stoffwechselmäßig sozusagen verarbeitet, phagozytiert, sagen wir manchmal ganz lässig. Also diese Phagozytenfunktion wird verbessert und erhöht, bedeutsam erhöht durch das Vitamin C. Im Übrigen sehen Sie unterhalb des Videos Literaturhinweise, die ganz speziell auf diese Aussagen, auf diese Ergebnisse, auf diese Kapazität, auf dieses Vermögen von Vitamin C im Rahmen des Ankurbelns des Betriebssystems hinweisen. Und die von mir angegebenen hochgestellten Ziffern bezeichnen diese Stellen dann, die unten aufgelistet sind. Für Interessenten also eine gute Quelle, das nachzulesen. Kommen wir zu drittens. Drittens, Vitamin C sammelt sich gezielt in weißen Blutkörperchen an. In manchen wichtigen Immunzellen ist die Vitamin C-Konzentration 80-fach höher als im Plasma. Dies sorgt dafür, dass in infizierten Bereichen extra Vitamin C zur Verfügung steht, wenn weiße Blutkörperchen einwandern. Also ganz klar, wir bringen ganz konzentriert mit Vitamin C das in die weißen Blutkörperchen dort verstärkt. Und da die weißen Blutkörperchen ja zum Geschehen, zur Ursache, zur Infektion, jedenfalls zum Angriff auf das Immunsystem hinwandern, bringen wir damit ganz geschickt hochdosiert Vitamin C an den Ort des Geschehens. Viertens, Vitamin C erhöht die zellvermittelte Immunantwort. Der Körper kann auf zwei Arten auf Pathogene reagieren. Einmal sind es durch Antikörperimmunität, das heißt, dafür ein Antikörper gebildet, und zum anderen sind es zellvermittelte Immunitäten. Und zellvermittelte Immunität bezieht sich auf die Aktivierung von Makrophagen, wieder so etwas Neues, also auf natürliche Killerzellen und antigenspezifische T-Lymphozyten. Sie attackieren alles, was als fremd und infektiös erkannt wird. Die zellvermittelte Immunität ist also im Gegensatz zur Antikörper
Immunität viel breiter aufgespannt, nicht so selektiv, sondern dann heißt es, jetzt bringe ich meine Verteidigung in Aktivitäten, ich aktiviere meine Verteidigung in voller Breite gegen alle Angriffe. Das macht Vitamin C, so wie wir es hier im Punkt 4 beschrieben haben. Fünftens, Vitamin C erhöht die Zytokinproduktion durch weiße Blutkörperchen. Auch hier kann man die Literatur dazu nachlesen. Zytokine sind Proteine, also Eiweiße, und wirken als Botenstoffe. Sie werden von bestimmten weißen Blutkörperchen freigesetzt, die Informationen an andere Zellen weitergeben. Auf diese Weise werden Immunreaktionen angeregt. Ich meine, an dieser Stelle wird es sicherlich auch nochmal von Bedeutung sein, dass ich nochmal meine Sicht als klinischer Strahlenphysiker zum Immunsystem hier darstelle. Ich sehe nämlich zwei Dinge. Einmal bei Erkrankungen oder beim Schutz vor Erkrankungen muss natürlich das Immunsystem leistungsfähig sein. Dazu haben wir gelernt, zum Beispiel in dem vierten Punkt, die Erhöhung der Vitamin-C-Konzentration im weißen Blutkörperchen. Aber das Immunsystem muss selbstverständlich, vielleicht sogar als Voraussetzung für seine Abwehraktivitäten, muss es überhaupt darüber Bescheid wissen. Es muss also Informationen haben. Und dieser fünfte Punkt gehört meines Erachtens, meiner Einschätzung nach, dazu, dass das Immunsystem überhaupt erst informiert wird, dass es aktiv werden soll. Sechstens, Vitamin C hemmt verschiedene Formen des Zelltods von T-Lymphozyten. Die T-Lymphozyten sind weiße Blutkörperchen. Sie sind ein integraler Bestandteil der zellvermittelnden Immunabwehr, das haben wir vorhin gelernt. Vitamin C hilft dabei, diese wichtigen Zellen am Leben zu halten. Also Vitamin C hemmt Formen des Zelltods von T-Lymphozyten. Das heißt, die T-Lymphozyten sterben nicht so schnell ab. Vitamin C hemmt das Absterben dieser weißen Blutkörperchen und stärkt somit die Fähigkeiten der zellvermittelnden Immunabwehr. Siebentens, Vitamin C erhöht die Produktion von Stickstoffmonoxid, also NO. Und zwar macht Vitamin C das durch Phagozyten. Phagozyten sind weiße Blutkörperchen, das haben wir schon im Punkt 2 kennengelernt, die invasive Mikroorganismen verschlingen bzw. einhüllen. Haben wir im Punkt 2 gelernt. In diesen Zellen werden große Mengen Stickstoffmonoxid produziert. Stickstoffmonoxid, also NO, ist eine der Substanzen, die eingefangene Pathogene abtötet. Noch einmal, der Punkt 7 zeigt uns also, dass wir durch die Erhöhung der Produktion von Stickstoffmonoxid und für die Erhöhung ist Vitamin C verantwortlich, dass wir dadurch eingefangene Pathogene besser abtöten können. Und darauf kommt es ja an. Achtens, Vitamin C erhöht die Vermehrung von T-Lymphozyten. Jetzt geht es also um die Vermehrung. Im Punkt 6 haben wir kennengelernt, dass wir den Zelltod von T-Lymphozyten hemmen. Und jetzt im Punkt 8 geht es darum, die Vermehrung der T-Lymphozyten überhaupt voranzubringen. Und das macht auch Vitamin C. Wie in Punkt 6, also schon erörtert, sind diese Zellen wichtig für zellvermittelte Immunantworten. Ganz klar, wir stärken damit das Immunsystem, wir kurbeln es an, indem wir durch die Gabe von Vitamin C oder die Aufnahme von Vitamin C hochdosiert die T-Lymphozyten vermehren. Neuntens, Vitamin C erhöht die Vermehrung von B-Lymphozyten. Diese weißen Blutkörperchen sind Teil der antikörpervermittelten Immunantwort, also des anderen Teils, also der antikörpervermittelten Immunantwort sind sie Teil. Antikörper werden als Reaktion auf erstmals eingedrungene Pathogene oder Antigene gebildet. Kommt es zur erneuten Belastung mit denselben Pathogenen, kann der Angriff mit spezifischen Antikörpern abgewehrt werden. Also ganz klar, hier ist es der Bereich der Antikörperbildung und wir bilden also hier vermehrt B-Lymphozyten, also wir stärken das antikörpervermittelte Immunsystem oder die antikörpervermittelte Immunantwort. Das wiederum durch hochdosiertes Vitamin C. Zehntens.
Vitamin C hemmt die Neuraminidase-Produktion. Ein langes Wort. Einige pathogene Viren sowie Bakterien bilden Neuraminidase. Dieses Enzym schützt sie davor, im Schleim eingefangen zu werden. Das ist eine Gegenreaktion gegen das Immunsystem. Also die Viren bzw. Bakterien bilden ein Enzym, um sich vor dem Schleim, was unser Immunsystem aussendet, zu schützen mit diesem Enzym. Schleim ist eine natürliche Verteidigungsstrategie des Körpers. Da Vitamin C die Neuraminidase hemmt, hilft dies dabei, diesen Abwehrmechanismus zu optimieren. Also Vitamin C hemmt die Gegenkraft der gefährlichen Viren und Bakterien und optimiert somit das Vorgehen des Vitamin Cs gegen diese Eindringlinge, Viren, Bakterien zu schützen. 11. Vitamin C erhöht die Antikörperproduktion und ergänzt die Aktivität der Antikörper. Eine gute Antikörperfunktion ist für die Abwehr von Infektionen und Toxinen von großer Bedeutung. Das Komplementsystem besteht aus einer komplexen Gruppe von Proteinen. Diese interagieren, um anvisierte Zellen abzutöten und vermitteln weitere Funktionen des Immunsystems. Also hier geht es darum, die Antikörperfunktion, möchte hier nicht näher auf Antikörper eingehen, die Antikörperproduktion zu unterstützen, zu verstärken und die Aktivität dieser Antikörper auch noch zu erhöhen. Wir haben also hier sowohl die Produktion als auch die Aktivitätenerhöhung, die vor sich gehen durch die Gabe von Vitamin C im Bereich der Antikörper. 12. Vitamin C erhöht die Aktivität von natürlichen Killerzellen. Natürliche Killerzellen sind kleine Lymphozyten. Sie können Zellen, etwa Tumorzellen, direkt angreifen und abtöten. Klare Sache. Hier geht es also um das direkte Vorgehen natürlicher Killerzellen und Vitamin C erhöht deren Aktivität. 13. Vitamin C erhöht die Bildung von Prostaglandin. Prostaglandine sind hormonähnliche Verbindungen. Sie kontrollieren viele physiologische Prozesse, darunter auch die T-Lymphozytenproduktion. Also hier geht es noch einmal in die Grundlagen hinein, wie wir eben durch Hormonveränderungen, hormonähnlichen Verbindungen, die T-Lymphozytenfunktion zu verbessern, wie wir die verbessern. Und das macht Vitamin C. 14. Vitamin C erhöht die Werte von zyklischen Guanin-Monophosphat. Dieses Guanin-Monophosphat, GMP, wird in Lymphozyten erhöht. Zyklisches GMP spielt eine zentrale Rolle bei der Regulierung verschiedener physiologischer Reaktionen. Dies umfasst auch die Modalität der Immunantworten, also wie bestimmte Antworten moduliert, verstärkt, abgeschwächt werden. Zyklisches GMP ist für die normale Zellvermehrung, also für die Reproduktion und für die Differenzierung, das ist also die Spezialisierung für bestimmte Zwecke, von Bedeutung. Zyklisches GMP kontrolliert außerdem die Aktion von Hormonen. Es vermittelt offenbar auch die Entspannung glatter Muskulatur. Also hier in dem Bereich geht es also darum, über die Hormone das Immunsystem verbessern auf den Gebieten der Reproduktion und auf den Gebieten der Spezialisierung der dafür zuständigen Zellen. 15. Vitamin C verbessert die lokale Produktion von Wasserstoffperoxid bzw. die Interaktion mit Wasserstoffperoxid. Darüber haben wir schon eine ganze Menge gelernt in Verbindung mit der Fenton-Reaktion. Das war ja Inhalt, großer Bereich davon war Inhalt in den Beitrag Nummer 11. Vitamin C und Wasserstoffperoxid können Mikroorganismen abtöten. Auch das wissen wir. Zudem können sie als die Schutzhülle von Bakterien, auflösen und damit die Bakterien der Zerstörung freigeben. Das wissen wir zum Beispiel, haben wir schon gut beobachten können, indem die Schutzhülle
von Pneumokokken aufgelöst wurde. 16. Vitamin C neutralisiert Histamin. Der Antihistamin-Effekt von Vitamin C ist zur Unterstützung lokaler Immunfaktoren von Bedeutung. Also hier, ich werde hier öfter mal gefragt, wie man zum Beispiel Agelkehr einsetzen könnte bei Histaminreaktionen oder Histaminunverträglichkeiten. Und hier sind wir in der Lage, lokale Immunfaktoren einzubinden, um den Antihistamin-Effekt zu unterstützen. Das macht auch Vitamin C. 17. Vitamin C neutralisiert oxidativen Stress. Das ist zunächst erstmal nichts Neues für uns und das machen Antioxidantien sowieso. Infektionen produzieren lokal freie Radikale, die den Infektionsprozess weiter vorantreiben. Also hier der Antioxidanzweg, Antioxidanzbeitrag von Vitamin C nochmal gezeigt. Ich möchte mal sagen, aus der Sicht des Immunsystems. 18. Vitamin C verbessert und verstärkt die durch Schutzimpfungen induzierte Immunreaktion. Dem muss man nichts hinzufügen. 19. Vitamin C verbessert den schleimlösenden Effekt. Diese Eigenschaft hilft dabei, dicke Sekrete zu verflüssigen, was der Abwehr den Zugang zum Infektionsherr erleichtert. Also der Schleim, der eine bestimmte Funktion erfüllt, wir sprachen schon in einem Punkt darüber, wird hier also verflüssigt, um der Abwehr, also der Immunabwehr, sozusagen den Zugang zu dem Ort zu verbessern, zu erleichtern, wo die Infektion stattfindet. 20. und das ist der letzte Punkt, Vitamin C macht die Membran von Bakterien durchlässiger für einige Antibiotika, also unterstützt auch Antibiotika. So, jetzt haben wir hier 20 Punkte besprochen und konnten aufzeigen, wie Vitamin C dort das Immunsystem ankurbelt. Ich denke, das sind Informationen, die wir haben sollten. Und mir ging es so, als ich das sozusagen in der Literatur erlernt habe, dass ich mindestens 10 Punkte davon, die mir überhaupt nicht klar waren. Und jetzt sind wir in der Lage, durch das Wissen, das auch zum Ankurbeln des Immunsystems mit einzusetzen, beziehungsweise die Abläufe besser zu verstehen. Wenn Sie Fragen haben, dann geben Sie mir diese vielleicht per E-Mail ein. Ich blende die E-Mail-Adresse ein. Senden Sie mir die Fragen, ich freue mich darauf. Und ich freue mich auf den Beitrag 13. Da geht es darum, welche Bedeutung Vitamin C, hochdosiert natürlich, für den Stoffwechsel hat.